Hallo Leute, hallo liebe Community, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen Warhammer 40k Chaos Gate Demons Hunter. Und zwar haben wir das ja schon mal angefangen, ich will es aber nochmal spielen und vielleicht kommen wir dieses Mal auch ein Stück weiter. Wir werden das Ganze eine neue Kampagne starten, allerdings ohne, wir werden hier den letzten Slot mal benutzen. Wir werden natürlich Standard spielen, Großmeistermodus ist eigentlich egal, ich weiß gar nicht, speichernde Gemeinde ist ein automatisches Speichern eingeschränkt. Kann man eigentlich machen. Oder? Ich glaube schon. Wir machen da den Großmeistermodus. Das Tutorial spielen wir nicht. Das haben wir ja schon mal gespielt. Brauchen wir nicht. Das alles andere lassen wir sonst an. Wir springen einfach direkt rein. Eine Epilepsie-Warnung. Wir gucken mal, wie das mit dem Sound ist. Zu laut, ist zu leise. Baleful Edict, in the name of the God Emperor. Dominus, who is this interloper? Code scrapings indicate an inquisitorial transmission. Baleful Edict, prepare for my arrival. Duty calls, Commander. We should open a voxlink. Inquisitorial vessel, permission granted to come aboard. God Emperor, I found you. I must commandeer this vessel at once. Impossible! We are bound for Titan. The Edict cries out for repair. The Tech Priest speaks the truth, Inquisitor. Our last crusade bled us dry. I'm not blind, Knight. But heresy does not operate at our convenience. My destination is Coromar Prime, within this very system. Not such a taxing journey, I'd expect. And what is it that you hope to find there? This. Beneath rotting skies, the air thickens with a world's final breath. Seeds planted in flesh and bone, watered with blood and tears. A warrior alone in the garden of a grinning god. These are scraps of astropathic whimsy. There's more. It grows. It spreads. A great dispersal upon the etheric wind. The bloom proliferating. First, then Coromar, then world after world. Its roots spread from an ancient veil. Inquisitor, hear me! Hear me! Hear me! Who tends the garden? The astropath sacrificed himself to send that message. Now you understand why we must investigate. Commander, we cannot risk further damage to this vessel. It is the chapter ship, Dominus. The Inquisitor has every right to request our support. It is not a request. Commander, with your leave, we will set our course for this Coromar Prime. Yes. Good. That will do for now.
Na, ob das reicht, werden wir dann sehen. Ja, also wir haben im Tutorial, haben wir gekämpft, haben wir einen Commander verloren. Jetzt bin ich der Commander, wie es aussieht. Und ja, mal schauen, ne? Was jetzt passiert. So, und da sind wir schon in der ersten Mission. Wir wollten ja eigentlich erstmal in dieses, ja, in dieses Ding fliegen und jetzt sind wir schon in der ersten Mission. Wir haben hier unsere Informationen, was uns dort erwartet. Wir haben ja jede Runde 15% Warp-Zuwachs, verursachen Nachteile, begünstigte Warp-Wogen. Ja, und wir haben 2 unbekannte Gegner dort. Dann haben wir eine Gefahrenstufenanzeige, die ist gerade beim Fragezeichen. Hier unten kommt normalerweise dann auch noch eine Auswahl dazu. Wir kriegen, wenn wir die Mission schaffen, plus 15 Servitoren. Die sind wichtig, um unser Schiff auszubauen. Und Verderbnis reduzieren wir nicht, weil keine Verderbnis da ist zum Reduzieren. Da gibt es noch keine Verderbnis. Genau, und wir werden jetzt einfach mal die Mission starten. Und schauen, was hier. Report. Signals from quarantine beacons detected in the upper atmosphere, but the surface itself is silent. Plague, Commander. Send your squad to the surface. Knights of Titan, you are the instrument of the Emperor's will. Make Planetfall and discover if the Inquisitor's fears are founded. Natürlich, werden wir machen. Wir gehen runter. Schauen, was wir haben. Wir haben Justicar, den Purgator, den Interceptor und Apothekarius dabei. Wir schauen mal hier schnell rein. Er kann nämlich schon mal Fähigkeiten ausbauen. Das ist unser Kollege, der unser Tank sozusagen. Wir haben hier 2 mit Schwert. Und der Justicar, der hat aber, kriegt aber erstmal hier eine Terminatorenrüstung und Schild. Das werden wir ihm erstmal geben. Die Förderung werden wir bestätigen. Und dann setzen wir dem mal ein neues Ausrüstungsset. Dann kriegt er nämlich eine Terminatorenrüstung. Das rüsten wir ihn gleich mal aus. Da haben wir 2 Rüstungspunkte. Zusätzlich. Und ein Dreadnought, dieser Ritter ist immun gegen Rückschlag. Ja, das ist doch schön. So. Einmal zurück und dann kriegt er noch eine schöne Nahkampfwaffe. Ich stehe ja eigentlich auf die Hellebarde. Schauen wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir 25 Präventivangriff. Wenn der Gegner sich bewegen sollte, wir kriegen einen kritischen Schadenbonus von plus 5% mit dieser Waffe. Oder wir können auch diese Waffe nehmen. Allerdings, ja, ist die hier deutlich besser. Und ein Ziehangriff kostet uns 1 Willenspunkt. So, oder wir nehmen zum Beispiel einen Dämonenhammer. Der macht wahrscheinlich deutlich mehr Schaden. Also der macht hier 4 Schaden zum Beispiel. Ah, was macht die Hellebarde? Die macht auch 4 Schaden. Okay, macht keinen Unterschied. Die Doppelwaffen machen auch 4 Schaden. Aktivieren, um einen Schadenspunkt hinzuzufügen. Der Dämonenhammer, wenn der einen Psi-Angriff macht, aktivieren, um 2 Schaden hinzuzufügen. Und die Hellebarde fügt auch nur 1 Schaden hinzu. Okay, das ist natürlich, der Hammer macht da deutlich mehr Schaden. Aber hat keine Möglichkeit, wenn der Kollege wegrennen will, um zurückzuschlagen. Wir schauen uns mal die Psi-Schwerter an. Aha, was haben wir hier? Parieren. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So ein Schwert kann eigentlich die Falchions, können die auch parieren? Ne, die können gar nicht parieren. Aha, okay. Sollen wir ihm mal das Schwert lassen? Welches geben wir ihm denn da? Natürlich das hier, ne?
Kritische Chance, kritisch. Kritische Schaden. Also das machen wir auf jeden Fall. Plus einen kritischen Schaden. Bei einem kritischen. Angriff seinen kritischen Treffer zu landen. 5%, ja, aber das ist ja 5%, ist ja dann nichts. Dann rüsten wir ihn mal das Schwert aus und schauen einfach mal, wie das so ist. Ja, das ist ja ganz nach Spielweise, können wir das entscheiden. Wir haben hier noch einen Medikus-Schädel direkt zu Beginn, das ist toll. Brauchen wir aber gerade nicht, also auf jeden Fall mal nicht für den Justicar. Dann hätten wir hier den Fernkämpfer. Der hat jetzt einen Psi-Bolter. Der Psi-Bolter, der hat eine Reichweite von 10. Der Psi-Pulser hat eine höhere Reichweite. Unterbrechungsschuss und kann einen Streuschuss verschießen. Das ist natürlich gerade bei vielen Gegnern nicht schlecht. Macht halt eins weniger Schaden. Ich glaube, wir nehmen mal den hier mit. Rüsten den mal aus. Rüstungstyp, der kann ja nur eine Servorüstung tragen. Wir haben bisher nichts anderes, also bleibt das so. Der behält auch seine Granate. Dann haben wir den Interceptor. Der Interceptor hat natürlich einen super Vorteil. Der kann durch die Gegend springen. Ah, Sturmbolter können die sich auch immer ausrüsten. Übrigens, klar, natürlich die Nahkämpfer. Bei ihm, den rüste ich ja gerne das hier aus. Da die Frage, der kritische Chance plus 10. Plus 5. Ja, dann gebe ich ihm mal das. Das sind schön zwei Schwerter, das mag ich. Mal ein mitgeben. Kriegslot braucht er auch nicht. Und dann haben wir noch unseren Heiler, unseren Apothekarius. Ganz wichtig, der kriegt jetzt erstmal einen anderen Sturmbolter. Und zwar diesen hier. Und dann kriegt er noch den Rüstungstyp, wo man nicht... Der da kann einen Schädel mitnehmen. Der Schädel hat den Vorteil, dass wir aus der Ferne heilen können. Und dann bekommt er noch eine Nahkampfwaffe, und das ist der einzige, der das Natikum tragen kann. Und das Natikum hilft uns, unsere Leute zu heilen. Das ist hier Nahkampf, das ist eigentlich nicht so wichtig. Wir nehmen es trotzdem mal mit, falls er in den Nahkampf muss. So, somit sind unsere Jungs ausgerüstet. Und schauen wir mal. Unsere erste Mission sollte das reichen. Ein unterbrochener Gegner deaktiviert seine automatischen Fähigkeiten und kann sie nicht mehr einsetzen. Ja, werden wir dann auch wahrscheinlich sehen noch. Also gerade zu Beginn hat man viele kleine Gegner, die eigentlich leicht zu killen sind, aber viele sind. Commander, have your men look for signs of this plague. Be vigilant, brothers. On my way. Also, wir schauen mal. Wichtig zu Beginn ist immer Stück für Stück vorrücken. Denn wenn die Gegner getriggert werden, yes, Commander. Standing ready. Dann here. Greifen sie an. Yes. Und wir erhalten alle unsere Punkte, yes, zurück, unsere Bewegungspunkte. Your orders? Da wollen wir unsere Jungs natürlich beisammen haben. What is your will? Onward, brothers. Das war manchmal ein bisschen anstrengend. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Gegner und jetzt könnten wir die triggern. Wann die genau getriggert werden, ja, ist manchmal nicht so ganz klar. Natürlich, wenn wir in die Nähe kommen, das ist klar. Allerdings kann man das nicht so genau abschätzen. Standing ready.
Bin jetzt trotzdem hier. Oh, hier, das könnte schon knapp werden. Nee, passt noch. I am here to serve. Ah, hier auch noch. Na, hier vor. Und dann hat man hier jetzt eine Runde vorbei. Die Blüte steigt hier oben. 15%. Wir sollen alle Gegner töten. Das ist übrigens unsere Aufgabe. Bleibt den meisten Fällen auch gleich. Jetzt werden sie getriggert. Powers protect us. I will fight for years. See you on. So, die haben sich da schön versteckt. Prepare to engage. So. Das ist natürlich super. Hier haben wir Einheiten. Wenn ich das Ding hier in die Luft jage, dann gibt es hier einen Boom. Von dem ist das schon mal gar nicht so schlecht, wo die Jungs stehen. Ähnlich. Jetzt schauen wir mal, wo unser Fernkämpfer ist. Wenn der dahin geht, ob der das. Das sehen wir an der Verbindung. Der müsste das treffen können. Also die Jungs können aus halber Deckung, können die schießen. Genau. Das ist doch perfekt. So. Hat schon mal zwei erledigt. Ich glaube, wir haben sogar einen runtergeschmissen. Wenn wir mit dem jetzt vorgehen würden, würde das nichts bringen. Mit ihm könnte man da jetzt ihn angreifen. Das machen wir jetzt auch mal. Wenn wir einen Psi machen, ist er tot. Nachteil ist natürlich, dass ich damit manchmal ein bisschen Woge nach oben setze. Was in dem Fall aber nicht so wichtig ist. So. Wenn der letzte getötet wird, wird alles nachgeladen. Unsere Bewegungspunkte werden zurückgesetzt. Und das Spielchen beginnt von neuem. Der Suche nach den bösen Jungs. Einmal die Karte drehen. Dann gehen wir gleich mal hier runter. Storm! At once! So. Unleash me. Your orders. My blade is yours. Ist natürlich ein bisschen doof, weil der Apothekarius würde jetzt nicht hinterherkommen. Aber jetzt haben wir es schon getriggert. Wait. That creature. Mann, diese Kreaturen. Was ist damit? As have I. Hoxwalkers are evidence of warp corruption. This is no natural plague. Wo gehen wir da hin? Eigentlich egal. Ich glaube, wir gehen ganz frech mal hier hin. Mitten rein ins Getümmel. Und schauen mal, ob wir da so ein paar vernichten können. Das wäre jetzt nichts. Wir haben jetzt noch 2 APs. Also wir könnten mit 2 so killen. Oh, sie braucht es. Ja, das kann sie haben. Do not obstruct me, tech priest. I will follow proper protocols. Ja, wir werden noch viel, viel Freude haben mit unserer Inquisitorin. Justice. So, jetzt haben wir dann natürlich noch einen, an dem wir nicht rankommen. Jetzt machen könnten, ist hier was setzen, dass der uns hier nicht angreifen kann. Dass er das gleich auf ihn ballern, wenn er sich bewegt. So, mit ihm müssten wir jetzt hierher, das wird aber wahrscheinlich nicht so viel bringen. Aber er darf das trotzdem versuchen. Securing position. Mal gucken, wo er hinrennt. Okay, haben wir erledigt. A satisfactory effort. Now return with my carcass so I can set to work. We will deliver them to you as soon as containment is properly confirmed and sanctified. Be swift about it. If this plague has already spread beyond this planet, then we will have far more ground to cover.
Und damit haben wir die erste Mission geschafft. Also das Spiel an sich ist nicht allzu leicht. Vielleicht mal sagen. Aber wir geben unser Bestes. So, hier ist Arsenalzugriff, das ist noch gesperrt. Wir kriegen aber jetzt erstmal unsere 15 Servitoren und unsere Jungs sind zurück, kriegen ein bisschen XP. Also pro Kill kriegt man XP und eine abgeschlossene Mission kriegt man XP. Und wir müssen jetzt natürlich erstmal unser Schiff reparieren. Das wird jetzt wahrscheinlich das nächste, was wir machen müssen. Wir gehen mal hier mit Ektar kurz reden. Er könnte helfen, ja. Ist die Inquisitorin eine Hilfe oder ein Hindernis? Tja, natürlich müssen wir ihre Hilfe nehmen. Wir müssen ihr einfach helfen. Was sollen wir tun, ne? Sind wir moralisch verpflichtet? Okay, können wir fragen. Ja, okay. Ja, wir müssen es respektieren. Schon klar, mache ich. Altmodischer Begriff, doch es ist ein uraltes Gesetz, dass jeder Ordo der Inquisitoren einen ausgewiesenen militärischen Arm zur Verfügung hat. Wenn die Notwendigkeit besteht, auch wir könnten vom Ordo Maedus, dem sie angehört, theoretisch einberufen werden. Okay. Wieso verwenden wir dann den Titel? Strategische Entscheidung ist das. Okay, alles klar. Lass uns mal über was anderes reden. Ektar, wieso führst du uns eigentlich nicht? Der Imperator scheint andere Pläne für ihn zu haben. Na gut. Eine Unvollkommenheit? Okay, ist ja klar. Zwischen dir und dem Imperator will ich auch gar nicht weiter wissen, ne? Okay. Dein Rat wird trotzdem von großem Wert sein. Natürlich, guck mal, da gleich mal gestellte Brust hier. Okay, Ekkerens Erbe gerecht zu werden, hoffe ich doch. Wieso der Blutgott? Bin ich das zu sagen? Den alten Kommando umgab eine Totenstille, ein brodelnder Hass. Ja, irgendwas scheint da im Busch gewesen zu sein. Okay, ich glaube, das wäre erstmal alles. Vielen Dank, Ektar. Mit ihm werden wir nicht reden. Wir werden jetzt hier erstmal in den Schiffsstatus schauen, und zwar der Plasmareaktor. Den müssen wir reparieren. Der Plasmareaktor wurde geschädigt und ist außer Betrieb gesetzt. Solange wir ihn nicht reparieren, können wir nicht mit der Wiederherstellung fortfahren. Ja, das läuft ja. Ach, das läuft schon. Da muss man gar nichts reparieren. Okay, alles klar. Dann gehen wir doch mal zurück und gehen hier noch zur Vakir. Oder sollen wir doch mit denen allen kurz reden? Weil ich glaube, da passiert sowieso nichts. Dann werden wir mit ihm hier schnell sprechen. Der gefällt mir übrigens besonders gut. Er hat nämlich nur das Schiff im Kopf. Wir müssen alle Quarantäne-Protokolle aktivieren. Natürlich hat er das schon lang gemacht. Ist aber keine normale Verderbnis. Ganz seiner Meinung. Sehr gut. Natürlich hat er schon alles dafür getan. Okay, wird sie durchhalten, bis wir im Sektor fertig sind, die Edikt? Noch nie hat sie uns im Stich gelassen. Okay. Okay, wir arbeiten jetzt nach ihren Zeitmaßstäben. Also, man fragt ihr wahrscheinlich. Ja, handeln oft unlogisch und lassen sich von den Obszönitäten des Fleisches leiten. Lass uns mal was anderes besprechen. Wie lange kanntest du eigentlich Commander Ekremane? 22 Jahre, okay. Er genoss den Respekt der Ordensbrüder und der Besatzung. Die Erfolgsrate seiner Mission jedoch nur 99,7%. Ja, es hat ihn stark geärgert. Wie hätte er sich mit den Inquisitoren an Bord behalten?
Statt der Commander hielt sich an die Tradition. Ja, natürlich. Machen wir auch. Offenbar war er einflussreich. Kein Trotz gegenüber einem Inquisitoren ist merkwürdig. Achso, warum er trotzt? Wir dienen den Imperator und müssen dorthin gehen, wo er uns benötigt. Indeed, I serve the Omnissiah. Der Imperator und sind das nicht dieselbe Person? Also. The Ecclesiarchy's Imperial Creed carries only a muted echo of the machine God. Lass uns mal was anderes besprechen. Wie sieht es mit unseren Bauprojekten aus? Servitors and components have been allocated. Ja, wir preisen ihn natürlich. Okay. Na gut, dann danke ich dir für das Gespräch. Wir gehen noch zu Fakir, sprechen mit dir auch. Ah, wie läuft's denn hier mit dem solchen Wandler? Ein Objekt. Das ist ja ungewöhnlich. It is different from what I've seen with these puppets in the past. Das Wort ein. Was das Werk eines Schergen des solchen Gottes doch sein Vektor ist unüblich. Okay, lass uns mal was anderes besprechen. Ich habe noch nie direkt mit jemandem von der Inquisition zusammengearbeitet. The Grey Knights will be needed in this task, and it is your duty to marshal them. Aha, wieso hast du das Schiff kommandiert? I had previously been hunting heretics siphoning power directly from the Hadex anomaly, not far from your previous campaign. Ihre Nachricht, sie scheint unheilvoll. Divining the visions of astropaths is an art in itself. Oh, das ist eine Kunst, die zu verstehen. Aha. Very well. Yes, you've das taken war's erstmal. Hier haben wir das Forschungsmenü, da können wir aktuell auch noch nichts machen. Wir müssen einfach mal hier in die Planeten, nee, hier in die Sternenkartenansicht, wo müssen wir eigentlich hin? Und einfach mal die Zeit vorspulen. Und dann wird hier auch was passieren. Hier ist ein kleiner Totenkopf, guck mal. Da oben auch. Verschwinden die Totenköpfe? The Dominus has restored the star map to its full function. We are receiving a barrage of scanning data and astropathic scrapings from across the sector. This plague appears to have already spread its tendrils far and wide. We are faced with reports of two infected systems. We should monitor this infestation carefully and judge where best to direct our forces while the Inquisitor pursues her answers. Failure will cost many souls. Wir werden doch nicht scheitern, oder? Nicht unsere Aufgabe. Scheitern ist auch keine Option. So, der Plasmareaktor ist wieder betriebsbereit. Das heißt, wir gehen jetzt zum nächsten über. Die Servitorenproduktion ist offline. Ja, die müssen wir natürlich reparieren. Sonst bekommen wir keine Servitoren. Und wenn wir die nicht bekommen, dann können wir auch nichts anderes tun. So, wir können jetzt mal hier erstmal rumdümpeln. Wir werden jetzt die Zeit vorspulen. Und schauen, was passiert. Hier hinten, glaube ich, haben wir sogar schon eine Seuche. Sechs Tage. Natur. Blütenwuchs erkannt. Unsere Prognosticarius Core hat drei neue Ausbrüche. Stetig. Wir müssen wahrscheinlich healen, sonst geht es nirgends hin. Ja, wir müssen hier auf Info klicken. 11 Tage haben wir übrig. Um da anzukommen, hier wird alles angezeigt, das wissen wir eigentlich schon, wir reisen natürlich direkt dahin. Dort würden wir 10 Servitoren bekommen. Das ist wichtig. Ach, schön. Argumentationskammer ist repariert. So, was haben wir denn noch? Da ist noch was beschädigt. Das wäre die Prognostikarien sind offline. Kosten uns 4 Servitoren. Oder wir warten, wir warten das hier auf. Aber ich glaube, wir reparieren erstmal. Das ist unsere erste Aufgabe.
unsere Edikt des Unheils zu reparieren. Schauen Sie mal da. Wie kriegen Sie 10 Servitoren? Haben wir noch ein Zusatzziel? Ne, wir müssen nur alle Gegner töten. So, wir haben hier noch einen Justicar, der ist jetzt auf Level 2. Jetzt könnten wir den Ritter tauschen. Wir haben hier nochmal einen Justicar und den ein bisschen hochleveln zum Beispiel. Oder versuchen hoch zu leveln. Das können wir eigentlich mal machen. Wir nehmen den jetzt einfach mal mit und schauen, was passiert. Er kann noch nichts ausrüsten. Oder sollen wir das so mal machen? Ja, mal doch mal. Nehmen wir den mal mit. Die anderen sind ja auch noch da, können ihn zur Not unterstützen. Wenn unser Tank das nicht gebacken kriegt. Wir hoffen es. Aber sollte eigentlich klappen. Ist ja noch am Anfang. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Da passiert noch nicht so viel. So. Unsere Aufgabe ist es, alle Gegner zu töten. So. Das ist so. Ich glaube, da ich die Karte jetzt schon kenne, weil es gerade am Anfang sowieso immer dieselben sind. Ich weiß gar nicht, ob wie das später im Verlauf ist, ob das auch dieselben Karten sind. Yes, sir. Interessant zu wissen. Ja. Leider muss man da immer abwarten, bis die da hingedackelt sind. Ich habe aber abgeschaltet, dass ich jetzt bestimmte Sachen immer sehen muss und dass sie dann hier wahnsinnige Moves noch machen. Weil es kostet schon auf Dauer ganz schön Zeit. Ja, und auch das Bewegen kostet Zeit. Ist zwar cool, sieht auch cool aus. Aber wie gesagt, wir haben auch die Zeit nicht. Schauen wir mal direkt da rein, würde ich sagen. Dann gehen wir direkt hier hin. Genau, zum Beispiel das Türen eintreten. Die drehen ja prinzipiell alle Türen ein. Die kennen da ja gar nichts. Und das muss man ja nicht jedes Mal, wie die Türen eintreten. I am here to serve. Es ist jedes Mal eine. Wird jedes Mal gezeigt. Sagen, ne? So. I am here to serve. Mal ihn noch. Und auch noch hierher. Apothekarius. Und dann nochmal ihn noch. Dann sind wir hierher. Und dann ist schon wieder eine Runde vorbei. Und da sind die Gegner hinter dieser Tür. Die uns jetzt schon entdeckt. Ja, anscheinend. Die können genauso durch die Tür rennen. Ignatius. Wir haben uns durch die Tür gerochen. So sieht es doch aus. Ist es eigentlich? Haben wir hier. Ja, wir haben Eigenbeschuss. Das ist natürlich nicht so schön. Aber wir können. Eigentlich. Können wir irgendjemand hier töten? Ja, ihn können wir töten. No match for the Emperor's chosen. Den können wir auch töten. Denounce. Mercy in death. Den können wir auch noch töten. I am the wrath of Xiphos. So. What is your will? Er könnte wahrscheinlich ihn töten hier. Oh, ja. Das war jetzt natürlich sehr klug. Oh, das ist hier. Ah, da sind auch nochmal diese Jungs. Oh, erstmal kümmern wir uns um die hier. Machen die erstmal Blatt hier. Sanctified and purged. So, der Kampf wäre schon wieder vorbei. Das heißt, wir können schon wieder vorrücken. Da werden wir jetzt mit ihm nicht ganz so weit vorrücken, denn ich möchte erst unseren. The Emperor lights our path. Ah, guck mal, da kann man sogar oben drüber, sehe ich gerade.
Lass uns doch mal hier hingehen, mal gucken. Ah, aha. Da ist so eine hässliche Brücke da unten. Die ja gerne zerstören. Oder wir zerstören. Genau, schauen wir mal. Also, wir können das Ding hier nehmen. Können wir mal darüber schleudern. Das machen wir doch glatt mal. Da reißen wir mal schnell den Deckel raus. Okay, wir haben alle gleichzeitig getötet. Er hat einfach mal vier Leute umgenietet. Okay, ja, so geht's natürlich auch. Hätte ich auch selten gesehen. Okay. Die sind halt dumm gestanden da, würde ich sagen. Gut, wir kriegen wieder ein bisschen XP. Und wir haben zwei Beförderungen. Einmal den Purgator. Was geben wir dem? Der hat eine Verbesserung kritischer Schaden. Distanzangriff des Ritters. Falls der einen kritischen Schaden macht. Und dann natürlich Munition. Ne? Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Sonst kann er aber nichts machen. Genau, das reicht eigentlich auch schon mal. Dann haben wir den Interceptor, unseren Luke-Kollegen sozusagen. Er kann sich nämlich teleportieren, was richtig cool ist. Verbindete tauschen. Du kannst die Position dieses Ritters mit einer anderen Ritter innerhalb der Reichweite tauschen. Hm. Mehr Reichweite. Und Unterstützungsfeuer ist sehr cool. So. Sehr schön. Haben wir das nämlich auch. Gehen wir gleich wieder hier auf die Karte. Jetzt würden wir natürlich normalerweise versuchen, zu der nächsten zu kommen. Das werden wir aber nicht schaffen, weil das Schiff einfach zu langsam ist. Aber hier nochmal ein neues Projekt starten. Was könnte man denn jetzt bauen? Wir können auch ein Projekt, ja, oder hier das hier, weil dann zusätzliche Projekte. Dann gleich ein Blick auf die Grundlagen, Edikt zur alten Größe verhelfen. Oder wir erweitern unsere Kaserne. Das kostet halt nur 4 Servitoren, ne? Wie viel habe ich denn aktuell? 21, da oben steht 21 Servitoren habe ich. Das würde 12 Servitoren kosten. Wenn wir das aufwerten, das dauert halt 18 Tage. Boah, 12 Tage, das dauert auch 12 Tage. Ich glaube, wir rüsten erst einmal das hier auf, weil das einfach am längsten dauert. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ja, genau. Also wir könnten das jetzt hier einsetzen. Verringern sie sofort dessen Verderbnisstufe und bieten allen angrenzenden Systemen Vorteile. Forschungsvorhaben können bedeutende zusätzliche Boni freischalten. Genau, wenn eingestimmt, Gegnertypen werden vor Missionen entdeckt. Du weißt nicht, wie wichtig das ist. Blütenmission, Fristen werden verlängert. Also wir könnten das jetzt hier einstimmen. Das brauchen wir jetzt aber nicht mehr machen, denn es ist schon vorbei. Ist abgelaufen, weil die Edikt zu lahm ist. Genau, auch zurück. Ja, ich weiß doch, wir sind lahm. Habe ich schon verstanden. So. This Poxwalker was one of the Imperial faithful, afflicted with a strain of mutagenic virus. There is no doubt we are dealing with the work of the plague god Nurgle. This must be the bloom whispered of in those astropathic fragments. Within the carcass, I found a germ of some ancient power, corrupted with a foul psychic resonance. This seed is used to spread the virus. Of that, I am certain. But it arrived to me damaged, and there is little else I can learn from it. In order to study how we might fight this plague, I must acquire one of these seeds completely intact. I can instruct your brothers on how to extract these specimens properly.
Please ensure they pay attention. The Emperor loathes indolence. Let's not disappoint him. Wir enttäuschen niemanden, hoffe ich doch. Wir brauchen natürlich eine super intakte Seuche. Ja. This is Inquisitor Kartha Vakir of the Ordo Malleus. I am alumnus of Evixia Danica. Access code Clarion Magenta 11-17-21. I require immediate response from Titan. This is Grandmaster Vardan Kai responding, Inquisitor. This act borders on heresy. The screams of the astropaths you burned already reverberate through the warp. It is fortunate for you that I am prosecuting a campaign in the nearby Chimera system. I suggest you explain yourself, and quickly. Grandmaster, I have commandeered the Baleful Edict. We face... You have seized a Grey Knight strike cruiser. As is my right. I have foreseen dire omens for this sector. Already Nurgle's Poxwalkers roam free. Oh, indeed. I'm surprised an agent of your pedigree is not equipped to deal with such lesser threats of chaos. Agravain, perhaps you can clear up this nonsense for me. My lord, he fell in battle during our last campaign against the Cadium cult. We had been returning to Titan for repairs when this Inquisitor intervened. Ah, Brother Ektar, that is sorry news. I trust then that you have appointed one of our brothers to act in his stead. Well, speak up then, Commander! What say you to this Inquisitor's story? Ja, also, wir haben die Saat. Intriguing. However, the galaxy is full of unsolved mysteries. I am confident these Poxwalkers are the symptom of a much greater cancer. I only need a little time to conduct further research. Very well. I am not in the habit of second-guessing those under my command. That is, until given a good reason. I will leave the Baleful Edict in your care. You have my thanks, Grandmaster. But there is yet another reason I desire to speak with you. As steward of the Armory of Titan, I had hoped you could release further assistance. Don't thank me yet. I will give you 60 Tertian solar days to prove this threat warrants the deployment of an entire strike force. Battle-worn as it is, Strike Force Xiphos could be put to good use in several campaigns across the galaxy. Any further requisition from my arsenal will have to be earned. But I... Typical. After each Grandmaster's report... Ja, da hat er wohl keine Lust. Also, wir haben Regierungspunkte. Die können wir einsetzen, um hier Sachen freizuschalten. Grimoires and other resources at the end of a mission. Dann haben wir Belohnungschancen. Upgrade each slot once per report. Slot upgrades increase your chance of accessing more Level sozusagen. And resources. Genau. Also was brauchen wir vor allem? Brauchen wir Ritter? Ja, wir nehmen einfach mal die ersten drei, würde ich sagen. Rüstung machen wir später und neue Ausrüstungsgegenstände können wir auch später machen. Erstmal. Genau. Dann machen wir das so. Dann haben wir noch einen Punkt übrig. Und wir müssen die Saat-Attraktion, also die haben wir freigeschaltet in dem Fall. Aber wir müssen hier nochmal ins Forschungsmenü schauen. Genau. Und da können wir dann auch forschen. Zum Beispiel hier die 28 Tage Warpfeld durchdringen. Das werden wir auf jeden Fall mal erforschen und dann sprechen wir noch kurz mit Fakir. Also wird die durch die Saat übertragen, die Seuche? It is not so simple. Mhm. Toll. Also die Saat der von uns gesammelten Probe wurde zerstört. I need the seeds intact for further study. Ja, überall, Frick, ja, natürlich. Do I bore you? Ist nicht dein erstes Aufeinandertreffen mit der Warbrut. The Grey Knights and Inquisition have worked together since the earliest days of our orders. Okay. Wir sind also gleichberechtigt? We each have our own role to play as partners. Yes, partners in my mission. Das würde ich doch sagen, aber das macht's ja trotzdem irgendwie, oder? Im Kern schreibt es uns schon vor, wie wir zu handeln haben. Kann ich dir das Leben meiner Brüder anvertrauen? Nein? Alles, das kümmert sie nicht? Na gut. Dann tschüss. Du bist ja komisch. Commander,
Let us be efficient. Immerhin können wir jetzt die Leiche des Seuchenwandlers entsorgen. Unclean, organic thing fouling my ship. Also wirklich. Weit unser Schiff. Wie sieht es nur noch in Bauprojekten aus? So, nee, haben wir ja schon mal gefragt. Ne? Das bleibt, das bleibt wahrscheinlich immer beim selben. Ach, der Ektar. Was hältst du vom Großmeister Skys Reaktion? Oh, sie hat klar verstoßen gegen Kommunikationsprotokoll. Hm. Ja, du musst verstehen, dass Inquisitorin Vakis Beweise äußerst dürftig sind. Ja, natürlich. Was mit dieser Saat, die sie entdeckt hat? Arcane Talismans as catalyst for corruption are scarcely as novel. Nichts Neues. Die Inquisitorin weiß das, aber irgendwas steckt ja dahinter. Okay. Du glaubst also nicht, dass sich das Unterfangen lohnt? The Grand Master will weigh our value to this campaign. Ja, das stimmt. Wir sind nicht optimal aufgestellt. Aber was soll man tun? Okay, wenn ich das Unternehmen so unbedeutend ist, wieso wird dann unser Einsatzverband requittiert? Steht da genauso wenig wie ich. Na gut. By all means. Domina scheint unkonventionell zu sein. All tech priests are eccentric in their own way. Also ich finde den cool. Hast du Zweifel an ihr? Nein, keinesfalls. Du hältst sie für unverlässlich? Her competence is beyond question. Okay. Der oberste Großmeister, macht sie das nicht zu einer? Ancient, yes, assuredly. By all means, we. Okay, dann danke ich dir für die Information. Ich würde sagen, das ist doch für heute schon mal 46 Minuten, Leute, sind wir schon hier drin. Für uns schon mal ganz gut. Was haben wir hier immer? Bauprojekte? Haben wir ein Bauprojekt? Wieso haben wir kein Bauprojekt? Eieiei, wo ist unser Schiff? Mensch. Vergessen, ein Schiffprojekt zu bauen? Das ist schon vorbei? Nee, das läuft doch noch 14 Tage. Ich dachte doch schon. Ah, hier, ne? Ja, genau, das ist das hier. Warpfeld durchdringen, Forschung läuft und eingehende Antwort des Großmeisters in 59 Tagen. So verbleiben wir. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.